Der Liberalismus erlebt heute eine sehr schwere Zeit. Einerseits ist die liberale Ideologie beherrschend. Der Liberalismus hat im letzten Jahrhundert seine ideologischen Gegner besiegt. Er überstand den Kampf mit dem Nationalismus, Faschismus und später, am Ende des 20. Jahrhunderts, auch mit dem letzten ideologischen Gegner in Gestalt des Kommunismus. Und in diesem Sinne befindet sich die liberale Ideologie in einer sehr interessanten Lage. Einerseits vernichtete sie ihre ideologischen Antithesen, ihre Gegner, und wurde dadurch zur dominanten Ideologie im globalen Ausmaß. Andererseits aber geschah etwas Merkwürdiges. Als die Liberalen ihre formellen Gegner verloren hatten, blieben sie mit sich selbst allein. Das heißt, es blieben nur die Liberalen übrig und jene, die es noch nicht geworden sind. Wir sehen, dass sie formell keine Opposition mehr haben. Heute müssen sie nicht mehr mit ihren ideologischen Gegnern streiten. Doch um ihre eigene ideologische Klarheit und Strenge bewahren zu können, sehen sie sich einfach gezwungen, den anderen ihre Ideologie als etwas Selbstverständliches aufzuzwingen. Da wir es aber mit einer Ideologie zu tun haben, besitzt sie ein ganzes Bündel ideologischer Werte. Das Fundament des Liberalismus bildet das Individuum, und zwar ein Individuum, das von allen kollektiven Identitäten gänzlich befreit ist. Von der nationalen Identität zum Beispiel oder auch von dem Klassenbewusstsein. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Aus diesem Grunde ruft der Liberalismus zur Auflösung und zur Aufgabe des Nationalstaates auf, zu dessen Überwindung. Das Gleiche gilt auch für die religiöse Identität. Daher verwandelt der Liberalismus die Religion zu einer Privatsache und bekämpft jegliche Versuche, die Religion eine soziale oder öffentliche Dimension zu geben, geschweige denn eine politische Dimension. Doch es gibt eine andere Form der gemeinschaftlichen Identität, die ebenfalls dem liberalen Dogma widerspricht. Das ist die sexuelle Identität. Das heißt, alle Menschen sind Männer oder Frauen, nicht weil sie Individuen sind, sondern weil sie mit anderen Männern und Frauen ihre kollektive Identität teilen. Daher ist der Kampf für die Rechte sexueller Minderheiten, für die Rechte der Perversen, der transsexuellen Produkte, geschlechtsumwandelnden Operationen, Homosexuellen und sonstigen Apartigen. Dieser Kampf ist die wichtigste Grundlage des Liberalismus. Es kann einigen Menschen so erscheinen, als ob es hier um ein nebensächliches Element der liberalen Freiheit handelt. Das ist ein Fehler. Das ist die Speerspitze der liberalen Politik. Das Hinstellen sexueller Minderheiten, gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und sonstigen Perversionen in den Mittelpunkt ihres Kampfes ist heutzutage das Allerwichtigste. Das ist die Achse der liberalen Ideologie. Es gibt keinen Liberalismus, der nicht für die Rechte der Homosexuellen, Lesben und Transsexuellen kämpfen würde. Das ist sehr wichtig zu begreifen. Also, indem die Liberalen planmäßig alle Formen der gemeinschaftlichen Identität zerstören, kommen sie zur Notwendigkeit, das Individuum von allem zu befreien, einschließlich seines eigenen Geschlechts und der kollektiven Sprache, daher auch die Idee der individuellen Sprache. Dementsprechend kommt der bis zur letzten Konsequenz geführte Liberalismus, der zu alledem noch seine Gegner verloren hat, zum Schluss, dass man den Menschen von seiner Menschlichkeit befreien sollte, da der Mensch ebenfalls eine gemeinschaftliche Identität ist. Von da gelangen wir direkt zum Transhumanismus, zu der Vorstellung, dass es nötig wäre, menschliche Hybride herzustellen und die gentechnischen Projekte voranzutreiben. Das heißt, nach der Befreiung des Menschen von seinem Geschlecht folgt dessen Befreiung von allem Menschlichen, Posthuman, Transhumanismus, Rhizom und so weiter. Es gibt aber noch ein sehr interessantes Merkmal der neuen liberalen Ideologie. Das ist die grundlegende Änderung der Demokratie. Die traditionelle Demokratie wurde als der Wille der Mehrheit verstanden. Die moderne liberale Demokratie versteht man als die Macht der Minderheiten. Das heißt, die klassische Demokratie verteidigte die Entscheidungen der Mehrheit gegen die Minderheiten. Diese könnten zwar eine andere Meinung vertreten, doch wenn die Mehrheit es so will, so kommen eben diese Werte zur Geltung. Heute wird aber die Demokratie von den Liberalen als Verteidigung der Minderheiten gegen die Mehrheit verstanden. Die Bedeutung der Demokratie wird auf den Kopf gestellt. Und das alles zeigt uns die Seite des Liberalismus und seiner Ideologie, von der wir eigentlich keine Ahnung hatten. Denn früher gab es Gegner, es gab formelle ideologische Schlachten und die Ideen der Freiheit, für welche die Liberalen
angesichts des Faschismus, des Nationalismus und des Kommunismus eintraten. Früher reichten die Behauptungen, der Faschismus und der Kommunismus schränkten die Mehrheit ein, der Liberalismus aber befreit sie. Als es noch echte Gegner gab, reichte das aus. Jetzt hat der Liberalismus keine Gegner. Nun sind sie allein übrig geblieben und können daher sagen, was sie möchten. Und wenn sie etwas sagen, so jagen sie der Menschheit einen echten Schock ein. Ich denke noch einen Schritt weiter und das dämonische, nihilistische Wesen des Liberalismus wird offensichtlich. Dann werden die Menschen vor diesen liberalen Normen einfach entsetzt zurückschrecken. Das Gleiche gilt für die Wirtschaft, wo man die individuelle Freiheit verkündigt. In Wirklichkeit aber bewegt man sich angesichts dieser Oligarchie zur völligen Abhängigkeit eines gewöhnlichen kleinen Menschen. Man verkündet die individuelle Freiheit in der Gesellschaft, während alle Formen kollektiver Identität verboten werden. Das heißt, du darfst nicht Anhänger eines Nationalstaates sein. Du darfst dir keine gesellschaftsrelevanten Glaubensinstitutionen wünschen. Man darf nicht einmal Verfechter der heterosexuellen Ansichten sein, die von der Mehrheit getragen werden. Denn das wäre politisch nicht korrekt. Somit führen die Forderungen nach der Freiheit in der Wirtschaft, in der Ideologie und in der Gesellschaft zu neuen Formen des Totalitarismus. Denn die Ideologie der Menschenrechte als Rechte des Individuums richten sich in Wirklichkeit gegen den Menschen, gegen das Gefüge der Gesellschaft, gegen die Tradition, gegen die Sprache und was noch wichtiger ist, gegen die Freiheit. Und hier wäre es angebracht, zu den eigentlichen Quellen des Liberalismus zurückzugehen, zum Beispiel zu Mills, der behauptete, dass es zwei Arten der Freiheit gebe, die Freiheit für etwas und die Freiheit von etwas. Die einzige konkrete Freiheit sei die Freiheit von etwas, Liberty, die besagt, dass man das Individuum von allen Arten der kollektiven Identität befreien sollte, von seinem Staat, von den Klassen, von allen Verboten, von seiner Rasse, von der Religion, heute aber auch von seinem Geschlecht und morgen von seinem Menschsein. Das wäre die Freiheit von etwas und das könnte man erreichen. Es gibt aber auch noch die Freiheit für etwas, Freedom, die Mills erwähnt. Das ist die Freiheit, etwas zu machen. Hier aber sagen die Liberalen, wir kämpfen nur für die Freiheit von etwas, nicht aber für die Freiheit für etwas. Bereits Nietzsche sagt, Sklave, du willst das Joch abschütteln, wozu? Was willst du ohne Joch tun? Für die Liberalen hat dies aber keine Bedeutung. Sie wollen nur das Joch abschütteln, ohne ein bestimmtes Zweck, nur um das Joch loszuwerden. Das ist das Wesen der liberalen Philosophie in der Politik und überhaupt in der liberalen Metaphysik. Die Freiheit von allem. Also, heute, während die oben genannte Freiheit immer mehr verwirklicht wird, begreifen wir, dass dies ein nihilistisches Programm ist, das uns an den Abgrund geführt hat. Daher handelte es sich hier um die fundamentale Krise des Liberalismus. Was kann man aber ihm entgegensetzen? Das ist aber im Grunde genommen das Schwierigste. Einerseits wachsen die Empörung und die Ablehnung des Liberalismus, die sich in der Zurückweisung der westlichen Hegemonie äußern. Man sieht es auch an der globalen Wirtschaftskrise, die ebenfalls der Liberalismus verursacht. Auch an der Feindseligkeit der Mehrheit der Erdbevölkerung gegen diese liberalistischen Gehparaden, gegen die Verteidigung der sexuellen Minderheiten als Hauptrichtung der Gegenwart. Ideologie. Diese soziale Modernisierung führt zur Spaltung der Gesellschaft in einzelne atomisierte Internetnutzer und deren Überführung in eine virtuelle Welt. In Wirklichkeit stößt diese Entwicklung immer mehr auf Ablehnung. Daher ist die Krise des Liberalismus offensichtlich. Doch man kann ihm nichts entgegensetzen. Der Faschismus und der Kommunismus erwecken kein besonderes Vertrauen bei der Mehrheit der Bevölkerung. Es entsteht eine Lage, in der wir zwar eine gescheiterte Ideologie haben, aber keine klare Alternative. Diese Krise kann sehr gefährlich sein. Einerseits sehen wir das Scheitern des Liberalismus und somit des globalen Westens, andererseits die Krise des Weltfinanzsystems und der Wirtschaft, die bald den ganzen Planeten in den Abgrund reißt. In Europa gewinnt diese Entwicklung bereits an Fahrt. Bei uns kommt es mit einer gewissen Verspätung, da wir in dieses System nicht so stark integriert sind. Doch bald wird es auch in Russland spürbar sein. Was sollen wir aber der Krise des Liberalismus entgegensetzen? Ich bin davon überzeugt, dass sowohl Sozialismus in seiner alten Form als auch Nationalismus einen Schritt zurück bedeuten, nur einen kleinen Zeitgewinn. Wir brauchen eine Alternative. Diese Alternative verdient es, ausgedacht oder entdeckt zu werden. Sie muss erleidet werden, wenn man so möchte. Vielleicht wird es eine Erleuchtung sein, doch wir müssen in diese Richtung denken und leben, in Richtung der Erwartung einer konterliberalen Ideologie.
Die Liberalen sind praktisch gescheitert. Sie sind am Ende. Sie befinden sich in einer Agonie. Das ist ein gefährlicher, ein sehr unangenehmer Todeskampf. Doch das Urteil über sie wurde bereits gefällt. Was sollte aber danach kommen, an die Stelle dieser gescheiterten Ideologie? Diese offene Frage nennt man die vierte politische Theorie. Technisch kann man diese Frage nicht lösen. Das, was wir heute erleben, das ist nicht nur ein kleiner Zwischenfall in einem gut funktionierenden System, das ist ein Zusammenbruch, eine strukturelle Krise. Danach wird es nichts mehr so bleiben, wie es einst war. Und wenn unsere politischen Führer, strategische Köpfe, Leiter der Wirtschaft und des sozialen Systems die wahre Dimension dieser weltanschaulichen und historischen Herausforderung ignorieren werden, laufen wir die Gefahr, unter den Trümmern des gescheiterten Liberalismus und dessen Gesellschaftsmodells begraben zu werden. Damit Russland überlebt, müssen wir heute Vorsorge treffen. In erster Linie in die intellektuellen Anstrengungen bezüglich der zukünftigen Alternative investieren, in die Beantwortung der Frage, was an die Stelle des zusammenbrechenden Liberalismus kommen sollte.